Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal, zu unserer zweiten langen Reise. Wir sind immer noch in Skandinavien unterwegs, aktuell in Norwegen. Immer noch auf den Lofoten, so wie letzte Woche, aber wir sind nicht mehr an dem Platz, an dem wir letzte Woche standen, wie man vielleicht sehen kann. An dem Platz, wo wir gestern noch standen, da hat es plötzlich angefangen zu schneien. Der Wind war richtig, richtig doll. Dann sind wir da weg, dann sind wir ins Inland gefahren, plötzlich alles weiß. Also es hat im Inland halt richtig doll geschneit. Bei uns an dem alten Platz ist es nicht liegen geblieben, hier auch nicht, obwohl es hier gestern auch gut geschneit hat. Wir jedenfalls haben hier eigentlich einen ganz schönen Platz mit den Bergen im Hintergrund, ganz geil, aber in der Nacht, der Wind war ultra doll. Also ja, ihr hört es jetzt wahrscheinlich auch schon, wir stehen hier an einem Felsen, damit wir ein bisschen windgeschützt sind, aber gestern Nacht war wirklich krass. Also unsere Satellitenschüsse fürs Internet ist auch vom Felsen gesegelt. Ich hoffe, da funktioniert noch alles. Wir haben gestern aber den Tag noch genutzt, waren einmal wieder duschen an der alten Dusche, die ihr ja schon aus dem letzten Video gekannt habt. Da haben wir uns auch ein bisschen Wasser geschnappt, weil gestern Sonntag war und wir nicht einkaufen konnten. Ja, dann sind wir hier gelandet. Und haben auf dem Weg noch einen richtig großen Adler gesehen. Ah ja, stimmt. Wir haben so einen richtig, der saß einfach auf dem Stein. Ja. Dann sind wir ausgestiegen, hingelaufen und naja, solange man nicht mehr im Auto sitzt, haben die auch Schiss, die Dinger. Und dann ist er weggeflogen, aber der war riesig. Also er hatte bestimmt eine 2 Meter Flügelspannweite. Keine Ahnung, was das für ein Adler war, aber ja. Was ich sagen wollte, wir sind jetzt bei Andenes, also nördlich. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu den Lofoten gehört, aber immer noch auf so einer Insel ein bisschen. Und werden jetzt Richtung Bodø fahren, heute noch. Aber vorher gucken wir uns noch Andenes an. Es ist ein bisschen Tageslicht. Ich glaube gesehen zu haben, heute ist der 5. Dezember, dass die Sonne gar nicht mehr aufgeht. Aber ja, werden wir euch die Tage drüber berichten. Mal gucken, wie dunkel es wird. Wir hoffen nicht allzu dunkel. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Wir hoffen, es gefällt euch und ja, wir sehen uns nach dem Intro. Gucken wir uns ein bisschen Andenes an und dann geht es auch schon wieder los in Bus Richtung Süden, denn wir sind Weihnachten eigentlich zu Hause und wir müssen echt noch eine Menge Strecke machen. Also das, was aussieht wie drei Bojen, sind einfach Seehunde oder Robben oder was auch immer. Und die haben einfach die Schnauze so nach oben. Ich glaube, die liegen so im Wasser. Ja, ey, wir waren so lange nicht sicher, ob das Tiere sind oder Bojen, die da rumschwimmen. Aber dann waren plötzlich alle weg. Und dann waren alle wieder da und dann hat man gesehen, dass die Schnauze manchmal nach unten ging. Ja, und manchmal gucken sie auch mit dem Kopf so, schwimmen ein Stück vorwärts und tauchen unter. Richtig cool. Einfach so viel auf einmal. Ja. Guck, jetzt kommen sie wieder raus, jetzt wo wir gehen. Ich muss Anna übrigens ein bisschen abschleppen. Die hat nämlich von unserer letzten Wanderung noch so doll Muskelkater, die kommt gar nicht hinterher. Thank you.
So, wir sind wieder zurück im Auto. Wir haben uns Andenes angeguckt. Ich fand's persönlich sogar irgendwie noch ein bisschen cooler als Hennings war. Weil man viel mehr so einzelne Häuser irgendwie angucken konnte, so alte Sachen. Die interessant aussahen. Ja. So ein bisschen mehr Vielfalt irgendwie. Genau. Genau. Und jetzt waren wir gerade nochmal in einem Café. Habt ihr gesehen? Ich habe einen Tee getrunken, Anna hat einen Kaffee getrunken. Unser Frühstück quasi. Jetzt ist es 15 Uhr ungefähr. Mhm. Und wir haben uns vorgenommen, wir gehen heute tatsächlich essen. Das, was wir letzte Woche, genau vor einer Woche, nicht gemacht haben, machen wir jetzt doch nochmal, weil wir, wie gesagt, noch auf den Lofoten sind. Ich seitdem auch noch kein Glück beim Angeln hatte. Deswegen gibt es heute ein Heilwood gebraten. Und wir gucken uns mal an, wie das Restaurant so ist. Wir werden auf jeden Fall da sowieso durchfahren. Ich glaube, das ist bei Sortland oder so. Und jo, lassen wir uns einfach mal nochmal gut gehen heute. Ich meine, wir lassen uns die ganze Zeit gut gehen, das wisst ihr. Aber essen waren wir jetzt in Norwegen noch nie, glaube ich tatsächlich. Nur immer diese Pizzen von der Pizzakette. Ja, stimmt. Pizza-Kette, ja, Peppes Pizza, das ist so eine Pizzakette hier. Da haben wir uns immer eine geteilt. Aber so richtig essen gehen waren wir hier in Norwegen, glaube ich, noch nicht. Ja, das machen wir heute einfach mal. Und das hat auch nichts mit knauserig sein zu tun, wenn man es nicht macht, wollte ich nochmal sagen. Dann kamen nämlich einige Kommentare. Ja, du kannst dir eine Drohne für 1.300 € kaufen, aber nicht essen gehen. Doch, könnten wir schon. Aber ja, es geht halt auch so ein bisschen ums Prinzip. So eine Drohne, da habe ich echt lange was von. Klar, das sind die Erinnerungen ans Essen, hat man irgendwie auch. Aber mir fällt es leichter, irgendwie viel Geld für Technik auszugeben, was hoffentlich eine Weile hält, ja, wenn man es nicht irgendwo liegen lässt, als so viel Geld in Essen zu investieren, was man theoretisch ja auch selber fangen kann, selber zubereiten kann. Wir kochen ja auch gerne. Deswegen, ja, nur noch mal dazu die Erklärung, dass wir nicht die ganze Zeit essen gehen und so. Klar, kann man sich gönnen. Vor allem haben wir uns als Ziel gesetzt, auch nicht so viel essen zu gehen, ja, ja, weil es halt auch, ja, es soll ja was Besonderes bleiben. Genau. Und deswegen. Genau. Mal gucken, wie es schmeckt. Hand aufs Herz, Heilbutt werde ich wahrscheinlich nicht fangen mehr. Was schade ist, aber ich werde es weiter probieren. Egal, wir werden jetzt mal weiterfahren, 1,5 Stunden. Und dann gucken wir uns mal an, was wir uns da so zu essen bestellen. Es wird teuer, aber es wird bestimmt auch sehr lecker. Ja, also was sollen wir sagen? Wir waren jetzt im Restaurant, wo es Heilbutt gibt und haben eine heiße Schokolade getrunken und einen Apfelsaft und wollten das Essen bestellen. Und ja, es gibt anscheinend kein Heilbutt aktuell. Ja. Das ist der Grund, warum wir essen gehen wollten, weil wir den unbedingt probieren wollten. Und deswegen werden wir da jetzt auch nicht essen gehen. Beziehungsweise, ja. Wir haben richtig doll Hunger, haben jetzt da natürlich trotzdem was getrunken, weil es auch irgendwie komisch ist sonst. Zur Verteidigung, der Kakao war echt lecker. Ja. Der Apfelsaft war auch nicht schlecht. Aber man muss auch sagen, der Kakao hat jetzt 5 € gekostet und ein Wasser mit Sprudel hat 4,50 € gekostet. Ja. Also manche Sachen sind echt, keine Ahnung, finde ich nicht ja, so. Unverhältnismäßig, ja, genau so teilweise, ne? Ein Bier 0,3 kostet 9 €. Das ist schon echt krass. Ja. Naja, egal. Wir gucken jetzt, ob es irgendein anderes Restaurant gibt, aber wahrscheinlich hier in Sortland nicht. Wir haben schon ein anderes angerufen. Ja, eins habe ich gerade angerufen nicht. Mit witziger Warteschleife. Aber ja, die haben auch kein Heilbutt und deswegen gucken wir mal, was wir jetzt machen. Aber wir haben echt Hunger. Es verzögert sich zwar immer ein bisschen durchs Trinken, ja, aber ich weiß nicht, wie lange wir das noch durchhalten. Es ist einfach nicht möglich, hier ein Restaurant zu finden, ein ordentliches, wo man Heilbutt bekommt. Deswegen werden wir jetzt einkaufen fahren. Mit Hunger, das wird nicht gut. Es wird ein voller Einkaufswagen wahrscheinlich. Und dann werden wir zum Platz fahren und selber was zu essen machen. So. Und von dem Platz eigentlich noch ein Fisch. So, ein Heilbutt. Ne? Ja. Okay, es bringt nichts. Es ist schwerer als gedacht. Und wenn wir dabei jetzt auch nicht so richtig Spaß haben, dann lassen wir das einfach. Also, das hätten wir nicht gedacht, dass es wirklich so ein Akt ist, hier in Norwegen einfach mal essen zu gehen. Aber wir haben mit den Einheimischen geredet. Das ist halt auch nicht so ein Ding, hier essen zu gehen. Nicht so wie in Deutschland, dass man halt irgendwie regelmäßig mal zu Anlässen irgendwie mal essen geht oder so. Auch mit Lieferdiensten, das ist halt alles einfach nicht so. Hm. Ja, egal. Wussten wir vorher eigentlich auch schon, aber ich dachte hier wenigstens um die Lofoten, dass man irgendwie ein Heilbutt kriegt. Naja, steht ja auch auf den Karten, aber irgendwie haben sie momentan halt... Ja, vielleicht werden die einfach nicht gefangen gerade. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der keinen anhakt. Egal. Okay, einkaufen und dann zum neuen Platz. Und dann sind wir mal weiter. Thank you.
okay. Also in unseren Tiefkühler passt gerade so kein Ben & Jerry's Eis. Und offensichtlich war er auch nicht kalt genug. Komisch, hä? Ja gut, er ist auf minimal, ja. Mann, das hätte ich nicht gedacht. So, unser neuer Platz ist, sieht man's, relativ dicht am Wasser. Das ist ein Fjord hier, gerade Ebbe. Und da hinten ist ein Steg. Und während Anna schon mal die Nudeln kocht, versuche ich es doch tatsächlich nochmal mit der Angel. Auch wenn wir beide nicht damit rechnen, dass was wird. Aber vielleicht haben wir was dann für die Nudeln, außer Pilze zum Weihnachten. Wäre cool. Wäre nicht schlecht. Übrigens schneit es ein bisschen, falls man sieht. Und da oben, ja gut, da brauche ich jetzt nicht hinleuchten, da sind Berge und da ist Schnee drauf. Das sieht sicherlich morgen ganz cool aus. Ja. So langsam wird es wieder weiß, Anna. Oh, das sieht gut aus. Was haben wir denn da, Anna? Erzähl mal. Wir haben Nudeln in Lasagne-Soße mit Champignons und Öl und Zwiebeln, Knoblauch, Dill und noch ganz viel Gewürzen. Also quasi eine Lachs-Sahnesoße ohne Fisch. Lachs, ja. Ohne Lachs und ohne Fisch. Ja, ich war übrigens unerfolgreich offensichtlich, aber das sieht trotzdem richtig lecker aus und hat schon gekostet. Ist echt lecker. Und befindet es für gut. Also zum Glück hatten die im Restaurant nicht das richtige Essen. Ist auch deutlich günstiger. Sehr geil. Und deutlich mehr wahrscheinlich auch. Na dann, guten Appetit. Okay. Übrigens, man muss dazu sagen, es ist jetzt fast 20 Uhr und wir haben heute wirklich noch gar nichts gegessen. Wir haben zwar ein bisschen was getrunken, Kakao und Apfelsaft und so, aber tatsächlich ist es das Erste, was wir essen. Und ich finde es so krass, wie der Geschmack einfach intensiver ist, wenn man Hunger hat. Ja. Eigentlich müsste man nur aus Hunger essen und wir sind ja schon so verwöhnt. Also generell in Deutschland zum Beispiel, wir essen ja kaum noch aus Hunger, also nicht so richtig. Sondern wir essen schon vorher meistens und dann weiß man das noch mal mehr zu schätzen, finde ich. Wenn man so richtig hungrig ist und dann schmeckt es auch noch mal ganz anders. Deswegen lassen wir uns das jetzt richtig schön schmecken. Gute Nacht. Wir gehen jetzt schlafen und wir wollen euch noch was zeigen, denn naja, unsere Träume wurden erhört. Nee, wie sagt man? Unsere Wünsche wurden erhört. Draußen ist es weiß. Es ist noch ein bisschen Schnee, Matschregen so, aber das ist übrigens das Angezeug. Mal gucken, ob ich es morgen wieder finde. Oh. Ja, wird schon. Ich werde ja morgen früh noch mal probieren. Aber es sind gerade über 0 Grad, deswegen regnet es jetzt wieder. Genau, aber morgen sind minus 4 Grad. Richtig. Das heißt, über Nacht wird es richtig schön verschneiden. Ja. Hoffentlich nicht zu viel. Hoffentlich kommen wir morgen wieder raus. Weil sonst haben wir ein Problem. Hm. Aber wird schon. Bis morgen. Bis morgen. Schneesturm hier drin. Alter, also ich würde sagen, das sind 20 cm Neuschnee. Aber die Nacht war auch so unfassbar laut, ey. Heilige. Ja, der Wind hat richtig
Oh, es hat so gescheppert manchmal. Ja, Wetter, weiß ich, ob man das auf den Aufnahmen gehört hat. Ich habe bestimmt. Ich kann es mal kurz zeigen. Hier, alle schwarzen Aufnahmen sind von heute Nacht. Und ich habe jedes Mal neu auf Aufnahme gedrückt, weil ich dachte, boah, jetzt ist es noch mal lauter. Mhm. Jetzt ist es noch mal lauter. Es ist so krass. Aber wenigstens war es nicht wie letzte Nacht, dass es immer wieder so geknallt hat. Also es kam nicht so krass in Böen. Obwohl, doch schon. Es kam wenigstens von hinten und nicht von der Seite. Ja, das stimmt. Ey, das hat so geraschelt und gescheppert und... Mhm. Also so laut, ich habe es noch nicht so laut in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ich bin nur froh, dass die Fensterscheibe nur einen ganz, ganz kleinen Spalt auf war. Und wir nicht, wie in unserem ersten richtigen Reisevideo, Schnee im Bus haben. Ja, das stimmt. Aber voll cool, wie es jetzt aussieht. Ja, das hat schon was. Aber wir kommen locker raus, es ist nicht gefroren. Ja. Es ist ganz matschig, der Untergrund unterm Schnee. Mhm. Das heißt, auch der Anstieg da hinten sollte dann demnächst kein Problem sein. Ja. Okay. Aber ich würde sagen, wir fahren halt noch ein Stück Richtung Bodø. Ja. Ja. Aber ich habe gerade gesehen, da kam ein Räumfahrzeug. Also die Straßen sind schon mal ein bisschen frei von Schnee. Also das ist kein Problem. Aber selbst 20 cm gehen ja noch. Also es kann ja auch sein, dass wir über Nacht dann plötzlich mal 50 cm Neuschnee haben und dann müssen wir mal gucken. Mhm. Mal sehen. So, jetzt machen wir erstmal Frühstück, oder? Ja. Okay. Oh? Nein, das ist Nikolaus. Oh nee. Doch. Oh Mensch. Ich mach dir gleich einen Kakao und ich hab ja nichts anderes, aber deswegen, hier ist der Nikolaus. Du bist ja süß, ich hab gar nicht meine Crocs sauber gemacht. Ich hab's gar nicht gesehen, ist gar nicht aufgefallen, das sah irgendwie... Schön aus. Das soll immer so aussehen. Cool, dankeschön. So, Max befreit das Auto gerade vom Schnee und wir werden heute einen Platz ansteuern, also jetzt gleich, der ist 2 Stunden entfernt und da standen wir schon mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das war der Platz, wo super viele Regenbogen an den Tag waren und wir auch... Da habe ich Fische gefangen. Ja, und Max hat da Fische gefangen, deswegen ist die Hoffnung, dass wir da wieder Fische fangen werden. Und ja, wir sind gespannt, wie er jetzt aussieht, ob da Schnee liegt, ob es vereist ist, ob er so aussieht wie beim letzten Mal auch. Ja, auf jeden Fall sind wir sehr gespannt und werden jetzt losfahren. Ach du Scheiße. Doch nicht so einfach wie gedacht. Bin ich gerade froh, dass ich da nicht drin sitze. Fuck. Versuch Nummer 3. Du drehst komplett durch. Das ist gar nicht gut. Ich muss es noch ein, zwei Mal probieren. Wir haben Schotter unterm Schnee. Und ich denke, wenn wir den Schnee ein bisschen platt gefahren haben, dann könnte es funktionieren. Ja. Was anderes fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Zur Not dann halt mit den Sandboards irgendwie noch. Ja. Ich fahre nochmal rückwärts und nochmal. Oh Mann, ist es gruselig? Ich war froh, dass ich nicht drin saß, als du seitlich gerutscht bist. Ja. Ich hätte schon wieder total Angst gehabt. Mehr. Also diesmal ging es schon mal weiter. Ja, beim nächsten Mal könntest du ESP ausgemacht und bin jetzt manuell im ersten Gang. Und ich denke, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Vielleicht klappt es immer besser. Ey, Mist. Wir müssen dann irgendwie den Weg nochmal gerade machen. Mhm. Weil, also ich weiß nicht, es sieht wahrscheinlich schlimmer aus, als es ist. Ja, durch den Schnee. Und der Schnee wird dreckig. Ich denke nicht, dass wir die Straße wirklich kaputt machen, sondern eher auf dem Schnee die ganze Zeit durchdrehen. Ja. Weil eigentlich ist es eine richtige Schotterstraße. Eigentlich auch gut gestreut, in Anführungsstrichen, weil es der Schotter ist. Aber ja.
trotzdem blödes Gefühl irgendwie. Ja, ja. Wir haben ja einen Spaten. Rutschst du beim Runterfahren? Ja. Du musst richtig aufpassen jetzt. Ja, mach ich. Weil es wird ja immer rutschiger. Was mir gerade aufgefallen ist, wenn man den Rückwärtsgang drin hat, dann funktioniert ABS. Also damals bei unserer Rutschaktion, da hat es ja nicht funktioniert, weil ich den Vorwärtsgang drin hatte auf dem Rückwärts und gebremst habe. Ja. Und dann sind wir ja quasi die ganze Zeit rückwärts gerutscht. Ja. Aber jetzt, wenn ich Rückwärtsgang drin habe und rückwärts fahre, habe ich auch ABS. Das heißt, der Bremsweg ist deutlich kürzer. Okay. Alles gut zu wissen, aber trotzdem. Ja. Muss ich aufpassen. Gib mir mal deine Mütze. Du sitzt da drin, ich stehe hier draußen ohne Mütze. Bitte, er darf nicht runterrutschen. Achtung, da ist ein Baum! Entschuldigung, ich kann nichts dafür. Das kommt einfach raus. Ich krieg so Angst. Komm ich nicht um die Kurve rum? Max, ich hab Angst. Ich hab so Angst, dass du rutscht. Ich hab so Schiss, dass du unten ins Wasser rutscht. Ja, so weit wird man nicht rutschen. Es wäre halt blöd, wenn man hier von der Straße rutscht. Es ist halt die Schicht Schnee da drauf, ist das Problem. Ja. Krass, ich dachte echt, du hast den Boden kaputt gemacht, aber wir sind noch nicht mal auf dem. Wir sind noch gar nicht auf dem Boden gewesen. Das ist das Problem. Oh Mann. Ja, also wir werden jetzt hier erstmal den Weg ein bisschen rauber machen und dann rausfahren, denke ich. Der Plan ist jetzt, dass Max erstmal wieder ein Stück runterfährt und dass wir dann da an der Ecke, wo das Auto quasi gerade steht, ein bisschen freischippen, damit wir, ja, damit er die Kurve besser hochfahren kann. Und den Schwung da nicht verliert. Oh je, meine. Perfekt. Und der rutscht. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist ein bisschen so schön. Ja, bleib stehen, du kommst da nicht weiter. Willst du nicht da erstmal stehen bleiben? Okay, und dann? Dann schippen wir hier frei und dann fährst du hoch. Nee, ohne Anlauf gar keine Chance. Soll ich da ein bisschen, soll ich vor dir vielleicht ein bisschen schippen, damit du nicht wieder seitlich anfängst zu rutschen? Weil du stehst direkt vor Bäumen, du kommst da nicht durch. Ja. Scheiße ist es. Ja. Wir hätten in der Nacht losfahren müssen. Ja. Aber es ist halt auch, fahren wir in der Nacht um zwei nochmal in einen anderen Platz. Vor allem. Schneesturm. Es ist ein Schotterweg. Wir haben niemals damit gerechnet. Max meinte gestern Abend zu mir noch, ja, Anna, du brauchst aber keine Angst haben, weil es ist Schotter. Heißt, es kann nicht so gut vereisen oder wenn es vereist ist, können wir es einfach ein bisschen aufbuddeln und dann kommen wir da hoch. Ja, ich habe echt Angst vor Eis gehabt, aber das ist hier kein Eis. Das ist einfach Schnee, der platt gedrückt ist und dann richtig rutschig. Ja. Und vielleicht hätten jetzt tatsächlich sogar Schneeketten was gebracht. Ich denke schon. Aber wir haben keinen Platz für Schneeketten in unseren Radkästen. Ja. Deswegen vielleicht so eine Schneeschuhe hätten es gebracht, aber ja. Haben wir halt einfach unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so Probleme gibt im normalen Schnee. Ehrlich gesagt. Nein. Jetzt fühlt es sich an wie ein Gehnagel. Nicht so schlimm, aber ich merke, dass er hier hinten raus will. Soll ich probieren? Ja. Ja.
hat auch aufgehört zu schneien. Wir haben eine Chance. Ja, jetzt schnell. Es ist gleich dunkel. Ja, müssen uns beeilen. Nikolaus. Aber endlich mal wieder ein bisschen Sport. Nach der Wanderung. Wie geht's eigentlich beim Baden? Oh, stimmt. Geht ja viel mal? Besser. Sehr gut. Nico, hat Fisch, den wir gestern Abend nicht gegessen haben. Ja, wir müssen weiter oben machen, ne? Ja. Hier. Machst du hier unten noch ein bisschen in der Kurve? Hier dieser Seite? Ja. Ich bin aus. Bitte, bitte, bitte. Komm, 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 komm. Ja. Ach, Scheiße. Yes! Wir haben es geschafft, Anna. Klatsch ja. Ein. Winterdienst lange. Lange Anna Winterdienst. Ja, was lernen wir daraus? Auf jeden Fall Wetterbericht im Blick haben, aber heute war nur Regen angesagt, also das ist jetzt für uns blöd in dem Fall. Dann Schneeketten mit haben. Schneeketten ist bei uns auch blöd, weil es wie gesagt nicht passt. Dann irgendeine Alternative mit haben, das ist ganz klar unser Fehler. Vielleicht auch generell nicht so steile Wege runterfahren, wenn es irgendwie kalt ist. Das ist jetzt das, was wir so daraus mitnehmen. Wir gehen ab jetzt kein Risiko mehr ein. Wir wollen auch pünktlich zu Weihnachten zu Hause sein und nicht hier irgendwo im Schnee festgesteckt. Und wir lernen auch daraus, auch wenn es Kies ist. Ja, es kann egal welcher Untergrund. Wie Und leider ist Annas Daumennagel, der schleppt immer noch ein bisschen. Ja, wir zeigen es nicht. Der schleppt sich immer noch ein bisschen. Der ist noch nicht abgefallen, er wird vermutlich abfallen. Der hat sich jetzt abgehoben bei der ganzen Aktion. Ja, bin hängen geblieben am Spaten. Ja, und dann eine Jackentasche. Und dann eine Jackentasche. Oh Mann. Naja. Okay, wir fahren jetzt los. Vielleicht suchen wir uns einen anderen Platz und nicht den, den wir eigentlich ansteuern wollten. Weil der war ja auch ein bisschen schräg und nee, kein Risiko vielleicht. Vielleicht irgendwo in der Nähe. Also, ich hatte ja, falls man es mitbekommen hat, meine schönen Quietscher zwischendrin. Ich habe ja sowieso immer Schiss, dass wir wieder losrutschen und weiterrutschen. Und da hinten wieder Wasser ist. Anna hat immer Angst, dass man dann noch 50 Meter weiter rutscht. Ja, ich keine Ahnung, Max sagt immer so, ja, da ist doch Schnee, man rutscht da nicht, man wird gestoppt. Nee, ich meine, da ist keine Steigung mehr. Also genau, hier alles okay, da kann man rutschen, aber das sind ja dann nochmal. Und ich stelle mir vor, dass man so viel Schwung bekommt in der Steigung, dass man einfach über die Gerade auch noch rutscht, wie mit einem Schlitten. Da wirst du sicher nicht die Einzige sein, die mit der Angst leben muss. Ja. Aber ja, keine Risiken mehr jetzt. In meinem Schnur war so viel Schnee. Schneeschuh ist leicht Schnur. Mhm. Steht ja auch. Darf ich vorstellen, unser neuer Platz. Wir stehen einfach direkt neben dem Schneeschieber, das ist am sichersten. Deswegen werden wir die Nacht hier verbringen. Nein, Spaß. Wir haben nur kurz getankt, wie ihr gesehen habt. Waren noch mal einmal auf Toilette. Da hinten ist so ein Klohäuschen, frei zugänglich. Da seht ihr den Mond. Sieht auch ziemlich krass aus heute. Am Vollmond anscheinend. Und wir werden jetzt weiterfahren. Wollten nur einmal ein Bild mit dem Schneeschieber machen, weil es irgendwie passend ist. Und der ganze Schnee, ey, der fällt hier einfach nur von der Motorhaube, weil die jetzt warm ist. Und ich denke übrigens, dass das heute Morgen nicht 20 cm Neuschnee waren, sondern eher 30 cm. Aber wir haben natürlich nicht nachgemessen. Perfekt hätte man da messen können, wo wir hochgefahren sind. Ja. Dann, als ich nicht weiterkam, genau an der Kante hätte man messen können, wie tief das ist. Ja. Aber 20 cm sind, glaube ich, ein bisschen zu wenig, ne? Ja, ich denke schon. Egal, selbst 20 cm sind ja für deutsche Verhältnisse relativ viel, deswegen. Ja, egal, wir fahren jetzt weiter. Wir sind noch gar nicht so lange gefahren, eine halbe Stunde. Wir haben noch ein bisschen vor uns heute. Wir haben natürlich wieder voll verpeilt, dass wir Fähre fahren müssen. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Also kein Weg, der weniger als 3 Stunden lang ist jedenfalls. Und dann auch keine Fähre inklusive hat. Also trotzdem auch 3 Stunden und trotzdem ist eine kleine Fährenüberfahrt. Also wir haben kurz und knapp die Fähre verpasst. Um 15 Minuten ungefähr. Oder ja doch, um 15 Minuten. Wir müssen jetzt
über eine Stunde, ich glaube fast 2 Stunden warten auf die nächste. Ja. Hinter uns ist auch schon ein LKW eingereiht, das heißt, wir bleiben jetzt hier stehen. Und ich werde da hinten versuchen, die Angel reinzuschmeißen, damit irgendwie wir irgendwas machen. Und trotzdem den, die Pole Position nicht verlieren vorne. Das ist so. Ach Mann, wir haben es einfach vergessen. Ach Mann, oh. Leute, ich kann es nicht glauben. Ich habe 5 Minuten geangelt mit relativ großem und schwerem Köder. Tada! 61 cm Seelachs, also Köder, glaube ich zumindest, oder? Müsste einer sein, ich glaube ein Pollack ist es nicht. Auf jeden Fall krass, seit langem der erste Fisch mal wieder. Ich werde ihn filetieren und dann werde ich auch schon wieder zurück zum Auto gehen. Wir haben zwar noch eine Stunde Zeit bestimmt, aber ich werde auch eine Weile brauchen, bis ich den hier filetiert habe, weil meine Hände frieren jetzt schon, es ist echt kalt. Was denn? Man möge mir das Filetiermesser reichen. Oh, 60 cm Seelachs. Richtig cool. Reicht dann auch. Gut, dass die Fähre nicht da ist, ne? Gut, dass die Fähre nicht da ist. Also mal wieder Glück im Unglück. Ja, das nehme ich mit. Ja. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich. Naja, was heißt gleich? Ich brauche bestimmt eine halbe Stunde, aber. Ja, wir können endlich mal wieder Fisch. Also wir haben so viel Fischsuppe und wir haben alles geplant. Burger. Burger. Oh, haben wir überhaupt genug für Burger jetzt noch? Wir haben noch ein paar Tomaten. Ja, doch. Salat? Ja, ist noch gut. Ja, wird schon. Wir kriegen schon was hin. Zur Not wird es eine Fischsuppe. Wir wollten alles machen auf dem Lofoten. Ja. Wir haben da richtig Zeug eingekauft für. Jetzt können wir endlich mal wieder Fisch essen, ey. Ja. Okay, wie vermutet, 17.05 Uhr. Die Fähre wird 17.30 Uhr ablegen. Aber wir sind jetzt immerhin drauf. Ja. Ich habe schon langsam Hunger, ehrlich gesagt. Ja, haben wir Frühstück gegessen? Stimmt, wir haben schon wieder kein Frühstück gegessen. Aber irgendwie ein netter Rhythmus, den wir haben. Ja, wir sparen wahrscheinlich am Geld, weil wir einfach nur noch Abendbrot essen. Ja, aber dafür umso mehr. Wir haben die Nudeln gestern 500 Gramm zu zweit aufgegessen. 2 Packungen Sahne drin, also ihr wisst Bescheid. Ja. Und da auch ein bisschen. Vielleicht sparen wir doch nicht. Wir sind angekommen an unserem neuen Plätzchen. Und hinter dir, man sieht es vielleicht nicht, ist tatsächlich sogar ein Strand. Und für die Füchse unter euch, die werden es morgen früh vielleicht wieder erkennen. Da sind wir nämlich vorbeigefahren von dem einen Platz, wo wir da vorne standen, wo ich noch Dorsch gefangen hatte. Was waren da? Regenbögen, Adler. Den Adler haben wir uns rangepirscht an den Adler. ja, und wir haben auf den Wetterbericht geguckt. Jetzt gerade soll es schneien, tut es aber nicht. Also stimmt nicht. Und der stimmt nicht. Der hat gesagt, um 3 Uhr nachts soll anfangen, die Sonne zu scheinen. Bis 7 Uhr. Ja, okay. Ja. Also darauf kann man sich mal nicht verlassen, aber es sieht ganz gut aus, der Rückweg. Wenn es jetzt nicht wieder über Nacht 30 cm Neuschnee werden, dann sollte es kein Problem werden, morgen hier rauszufahren. Also hier vor allem gar nicht, weil hier ist sehr flach. Das ist nicht das Problem. Deswegen sind wir auch nicht an den anderen Platz gefahren, weil der war deutlich steiler. Und da hätten wir rückwärts rausfahren müssen. Das machen wir nicht. Nicht mit rechts und links Felsen, nee. Ja, deswegen drückt die Daumen. Dass es nicht zu viel schneit. Ein bisschen Schnee, okay, aber nicht so viel. Ja. Wir machen jetzt erstmal Burger mit dem Fisch, den ich vorhin gefangen habe. Und dann lassen wir es uns endlich mal wieder gut schmecken hier. Frühstück essen ist angesagt wieder. Gute Zeit. Freunde des guten Essens. Wir werden jetzt unser Frühstück genießen, haben zwar schon ein bisschen Käse genascht für den schnellen Hunger, aber jetzt gibt es mal ganz besondere Burger und zwar mit richtig frisch gefangenem Fisch, habt ihr von gesehen, und selbstgemachter Pilzsoße von Anna. Ja. Das schmeckt bestimmt auch mal interessant. Ein bisschen variieren mal hier. Burger essen wir relativ häufig, wobei in letzter Zeit auch gar nicht mehr so. In Spanien haben wir jede Woche einmal gegessen. Das waren noch Zeiten. Ja. Naja. Kriegen wir schon irgendwann wieder hin. Auf jeden Fall lassen wir es jetzt schmecken. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
Dann gucken wir mal, wie morgen hier im hellen dieser Strand aussieht. Wir sind gespannt. Fisch gefangen. Hier ist das Filet. Oh, cool. Ist fertig, ja. Aber es heißt schon, jetzt ist ja auch schon wieder fast dunkel. Ja. Heißt, es ist schon bestimmt 12 Uhr. Ja, bestimmt 12 Uhr. Egal, wir haben schon Fisch. Heute Abend gibt es Fischsuppe offensichtlich. Ja. Die Lofoten-Fischsuppe. So schön. Nee, sind ja nicht mehr Lofoten. Ja, aber die heißt so. Ach so. Die wir gekauft haben, Lofoten-Fischsuppe. Ja. Erzähl weiter. Wir stehen an einem schönen Platz, wolltest du ja sagen. Der ist echt krass. Es ist halt schön am Strand. Man ja kann angeln gehen. Es ist zwar jetzt ein bisschen windig, aber es geht noch. Man hat so ein kleines Bächlein, was hier lang fließt. Ja. Schon schick. Ja. Aber wir werden den trotzdem heute noch verlassen. Ja. So, wir fahren jetzt tatsächlich auch schon wieder weiter. Was heißt schon wieder? Es ist 14 Uhr, die Sonne ist komplett weg. Es ist sehr, sehr dunkel, auch wenn es vielleicht auf der Kamera wieder ein bisschen heller aussieht als in Wirklichkeit. Ja, aber wir werden jetzt losfahren Richtung Bordeaux. Vielleicht fahren wir heute schon die ganze Strecke. Wir haben nämlich da eine Verabredung am Sonntag oder Samstag, denn wir haben da ein Paket hingeschickt, dazu später mehr. Und ja, das ist noch die letzte Station vorm Heimweg. Sonst wären wir wahrscheinlich schon südlicher. Mal gucken, wie knapp das dann letztendlich wird, weil Sonntag ist der 3. Advent, glaube ich schon. Ich glaube, der 11. Ne? Genau, und dann haben wir nicht mehr so viel Zeit bis Weihnachten. Und Weihnachten sind wir auf jeden Fall bei unserer Familie zu Hause. Komme, was wolle. Wir fahren vermutlich über Schweden, sollte schneller gehen, aber ja, ihr werdet sehen, ob wir es pünktlich schaffen. So, wir machen uns los, fahren hier vom Strand runter und dann sehen wir uns am neuen Platz heute Abend. So, wir sind jetzt kurz vor Bordeaux und gehen noch mal fix einkaufen, damit wir ein bisschen was Frisches für unsere Fischsuppe heute Abend haben. Wir haben gerade schon einen kleinen Snack genossen, weil wir echt Hunger haben. Wir haben zwar gefrühstückt heute, ein paar Cornflakes, aber ich habe das Gefühl, wir haben schneller Hunger bekommen als gestern. Wahrscheinlich wegen des Zuckers oder so. Ja, egal. Wir gucken, was wir kriegen und dann fahren wir weiter. Sehr interessant.
Okay, angekommen an unserem neuen Platz im Schnee. Nicht allzu tief zum Glück. Hier auch keine Steigung gewesen. Wir sind jetzt von der Straße hier runtergefahren. Hauptstraße relativ dicht. Bisher geht der Verkehr, also nicht ganz so viel. Aber was Besseres haben wir jetzt auch nicht gefunden, wo wir kein Risiko eingehen. Da hinten ist ein bisschen Aussicht. Hier müsste dann morgen Wasser sein. Ist jetzt, glaube ich, auch. Sehe ich nicht so richtig, aber ist wahrscheinlich so ein bisschen Ausläufer vom Fjord hier. Wir werden jetzt drin die Fischsuppe machen, aber... Die Zündung piept noch. Wir lassen das immer noch aufwärmen, das Auto durch die Motorwärme. Wir haben keinen Suppengrün bekommen, haben ein bisschen Zutaten gekauft, aber es ist echt schwierig. Rüben, das war's auch. Ja, also Sellerie und so, das kostet einfach irgendwie 7, 8 Euro, ganz krass. Deswegen, naja, machen wir eine abgespeckte Variante, müssen noch den Einkauf sonst einräumen, aber wird trotzdem lecker, die Fischsuppe, oder? Ja. Ich glaube, wir haben ein bisschen übertrieben mit der Kerze, oder? Alter! Die war so reduziert. Dampft alles voll. Deswegen, weil die viel zu groß ist. Nee, die ist für draußen. Das ist wahrscheinlich so eine Outdoor-Kerze für die Sauna oder so. War voll schön. Voll schön, aber nicht geeignet für den Bus. Kannst du auspusten? Kannst du es versuchen? Hoffentlich geht das. Oh, ey. Glück haben wir keinen Rauchmelder hier. Wollte ich auch gerade sagen. Ah, schön war's. Wir wollten jetzt einmal ein bisschen hier Idylle machen beim Kochen. Nehmen wir eine kleine Kerze. Wir haben da oben noch ein paar. Das sieht gut aus. Mhm. Oder? Meinst du, es ist gut geworden? Wir haben da so viel Dill reingehauen. Ich glaube, das halbe Gewürz, aber wir haben es auch echt voll gemacht. Ja, und wir hatten keinen frischen Dill. Ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. Es sieht aus wie eine richtig professionelle Fischsuppe. Ich glaube, bisher haben wir nur klare gemacht, aber es ist eigentlich mal eine trübe. Ja. Na gut, dann machen wir uns was auf. Mhm. Dann essen wir das mal. Einfach an, wie hell das ist. Anna ist schon drin, hat das Bett umgebaut, trinkt auch den Rest ihres alkoholfreien Biers aus. Und wir haben Vollmond und da hinten sieht man sogar, jetzt werden sie doll, da hinten sieht man sogar Polarlichter. Da oben Vollmond, ja, müsste ziemlich genau jetzt Vollmond sein. Ja, ist einfach cool. Also es ist so doll Mondschein, dass ich einen kompletten Schatten werfe. Habe ich auch nicht so oft. Da hinten die Stadt, die leuchtet da oben die Wolken an, wie man ganz gut sehen kann. Ich habe meinen Zeitraffer aufgestellt, mal gucken, ob wir heute Nacht auch in die Richtung auch Polarlichter sehen. Weil bisher sind sie echt nur in der Richtung. Aber ich denke, das zieht vielleicht in die Richtung noch auf und dann gibt es nochmal einen schönen sternklaren Himmel. Kalt, müssen wir sagen. Also es waren zwar, glaube ich, nur in Anführungsstrichen minus 5 Grad, aber wir haben uns gestern Abend schon dazu entschieden, die Standheizung die ganze Nacht laufen zu lassen. Deswegen höre ich mich vielleicht auch wieder so nasal an, weil ich da immer so trockenen Hals und irgendwie Nase kriege. Auf jeden Fall war es sehr, sehr kalt, trotz dessen, dass wir die Standheizung auf der niedrigsten Stufe haben laufen lassen die ganze Nacht. Wir hatten im Bus dann, ich glaube, 10 Grad, was auf jeden Fall mit unserem Schlafsack geht, aber es war schon frisch, auf jeden Fall. Der Platz an sich war cool. Gestern Abend kam ein bisschen noch die Sterne raus, ein paar Polarlichter hat man gesehen, aber ansonsten nichts Spektakuläres. Wir waren theoretisch am Wasser, aber bei Ebbe hat man sowieso nicht viel von dem Wasser gesehen, aber an sich dafür, dass wir so dicht an der Straße standen, eigentlich ein ganz cooler Platz. Ja. Ja. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Bodø schon. Wir sind heute früh aufgestanden, es war noch dunkel, fast, ein bisschen, naja. Auf jeden Fall werde ich jetzt mit Metalldetektor noch ein bisschen dort eine Runde drehen und dann gucken wir uns, würde ich sagen, heute noch Bodø an. Ob es noch was im Hellen wird, weiß ich nicht, aber im Dunkeln ist es sicherlich auch ganz schön. Und dann gucken wir mal, ob wir um Bodø rum irgendein schönes Plätzchen finden für die Nacht dann, oder? Ja. So,
So, Max ist jetzt schon vor bestimmt 20 Minuten los. Ich habe mir in der Zwischenzeit angefangen, Kaffee zu machen. Also ich habe den Milchschaum schon gemacht, der Kaffee kocht noch. Und ich werde mich jetzt an den Laptop setzen, ein bisschen was für die Uni machen. Und dann, denke ich, ist Max bald schon wieder da. Das nicht mal der coolste Fund heute ist, weiß ich aber auch nicht. Wow, ist ja schön. Das machen Hunde doch auch, oder? Sich so im Kreis drehen, bis es perfekt ist. Tja, was soll ich sagen? Also mit dem Metalldetektor lief es nicht ganz so gut leider. Ich habe es echt ja letzte Woche so oft probiert. Aber das soll euch nicht weiter interessieren. Was ich richtig schön fand, war der Fuchs eben. Der war erstaunlich zutraulich. Ich denke nicht, dass er Tollwut hat oder sonst was. Sah mir recht gesund aus. War dann auch schreckhaft, wenn man dichter rangeht. Aber wenn man ihn machen lässt und selber an einer Stelle stehen bleibt, dann kommt er auch und guckt mal. Also er geht nicht richtig dicht ran, aber er legt sich irgendwo hin, sucht sich eine kleine Kuhle, buddelt sich ein bisschen Schnee weg, legt sich rein und ja, relaxt ein bisschen. Aber richtig schönes Tier, cool anzusehen. So dicht war ich noch nie an einem Fuchs dran. Ja, ich werde jetzt zurück zu Anna gehen. Die hat es, glaube ich, gemütlich gemacht. Die steht zwar voll im Wind, aber gute Aussicht hat sie. Und ich werde jetzt hier wieder aus dem Wald rausstapfen. Das war, wie gesagt, nicht so wirklich was, aber egal. Hallo, da bin ich wieder. Hallo. Gut vorangekommen. Hast du den Fuchs gesehen? Nee. Zeig ich dir gleich. Ich war so dicht an einem Fuchs wie noch nie. Ja. War der hier auch? Nee. Wie soll ich ihn dann sehen? In dem Wald. Cool. Ich glaube gleich mal. So, wir sind jetzt in Bordeaux angekommen, sind noch ein bisschen umgeparkt. Ich denke, ja, Kirche ist ein ganz gutes Indiz dafür, dass wir vielleicht im Zentrum sind. Werden wir sehen. Wir sind einfach irgendwo hingefahren, wo wir parken können. Jetzt gucken wir uns das ein bisschen an hier. Probier an. Ich guck mal, wie groß der andere ist. Alter, wie cool sind wir bitte, Anna? Guck doch mal. Muss man doch mal einen Skiurlaub fahren, so. Vor allem, guck mal, mit dem Fell hier hinten drin. Das Fell ist komplett hier drin. Ja. Ey, so ein Skianzug? Komplett? Und? Einteiler? Besser geht's nicht. Voll die großen Taschen. Wisst ihr, wie viel das kostet? Der kostet einfach 20 Euro. Und wir sind in Norwegen. Der kostet zwar 30, aber ich bin echt stark am Überlegen gerade. Weil das ist ja das Geilste, was man anziehen kann, wenn es kalt ist. Ja, und wie sind wir darauf gekommen? Ich habe keine Skihose und dachte mir, okay, perfekt, hier gibt es gerade so viele Skiklamotten oder dicke Hosen, vielleicht probiere ich die mal an. Und aber dann eine Skijacke so, hättest du dir auch nur geliehen. Genau, und Skijacke hätte ich halt eine normale Jacke genommen. Und dann meinte ich so, ey, wie cool würde es sein, wenn es hier so einen Einteiler gibt. Und plötzlich hängen die zwei hier. Und vor allem beide hängen da.
Die sind so witzig. Und das kein Zeichen ist. Foxware. Jetzt, weil ich den Fuchs gesehen habe, mein Mann nicht. Mhm. Ist ein Zeichen. Richtig cool. Der kostet 30 Euro, das habe ich schon gesagt. Ja. Aber ey, das ist so ein großer Anzug. Zum Beispiel die kostet nämlich 40 Euro. Ja. Und das ist ja nur eine Hose. Also auch die nicht ist so auf viel für eine richtige schön. Skihose, aber es ist alles Secondhand, ne? Deswegen, genau, ja. Ja. Aber ich glaube, es wird der Anzug, aber... Anna, jetzt kann Schnee kommen, sag ich dir. Aber richtig ja. viel. Ja. Richtig viel. So, wir haben unsere neuen... Ja, was sind das? Anzüge, Schneeanzüge ins Auto gepackt und haben uns überlegt, wir probieren es jetzt nochmal mit dem Essen gehen. Und zwar haben wir mehrere Restaurants gefunden, wo es Heilbutt geben sollte. Und das machen wir jetzt. Auch wenn wir die Woche Glück hatten mit dem Fisch, ich hoffe, das war kein Zeichen, dass wir nicht essen gehen sollten. Heilbutt habe ich nicht gefangen, deswegen probieren wir es. Und ich möchte einmal Heilbutt essen und wir hoffen, dass es auch so gut schmeckt. Oder? Ja. Dann machen wir das mal. Okay, Restaurant Nummer 1 hat eine andere Karte, als online steht. Da gibt es wieder kein Heilbutt. Sehr schön. Ja, dann gehen wir zum nächsten. Und wieder kein Heilbutt drauf, so wie es aussieht. Das kann doch wirklich nicht wahr sein, ey. Kann ja so schwer sein. Anna, da ist dein Lokal. Ja. Was auch immer das heißt. Was auch immer es da gibt. Sieht mir nach Fastfood aus. Ja, so. Voll cool. Oh ja, gibt's Burger. Na, was auch sonst, wenn nicht Burger, oder? Okay, Anna. Das ist Nummer 3. Drück die Daumen. Aber es sieht gemütlich aus auf jeden Fall. Hi. Hey guys. Do you have the halibut? We change the halibut to different fish. It's also white fish. Yeah. Super delicious. It's called wolffish. Steinbit in Norwegian. Steinbit, yeah. Yes. Yeah. So no halibut. But no halibut. Okay. That's the one you guys looking for. Yeah. Is it not catchable now, or why every restaurant changes? Yeah, it's not in the highest season. So I can't promise you that somebody else will have it. It's the third restaurant we try, so I don't think. This is the last one you took? Yeah, yeah. Would you guys like to try Stampede instead? Yeah. Mm-hmm. Sounds yeah. good? Yeah. Let me see what nice table. Tja, erzähl mal. Also, Heilbutt haben sie nicht, aber sie haben Steinbutt. Und er hat uns erklärt, also wir haben jetzt mal nachgefragt, ob es irgendwie gerade nicht so Saison ist oder so. Und er hat uns erklärt, dass jetzt gerade oder seit einem Monat circa, die einfach nicht mehr so gefangen werden. Ja, und dass es einfach frischer ist, wenn man jetzt genau. Steinbutt. Und dass deswegen wahrscheinlich die meisten Restaurants, wir haben nämlich gesagt, wir waren schon in ein paar, die gerade deswegen nicht zur Verfügung haben. Ja. Aber er meinte, Steinbutt ist auch sehr lecker und ihm gefällt es persönlich besser, auch wenn die Texture ist so die, die Konsistenz ein bisschen anders ist. Aber ich habe beides noch nicht gegessen, deswegen machen wir genau. das jetzt trotzdem. Genau. Und also es ist ja auch ein Plattfisch. Ja. Deswegen dachten wir, okay, dann machen wir jetzt wenigstens das. Also er kam gerade nochmal, als wir gerade aufgenommen haben. Also der Kellner war ja schon sehr nett, als wir reinkamen. Ja. So, deswegen, er hat uns auch so ein bisschen überredet, halt den Steinbutt zu probieren. Aber er hat uns jetzt angeboten, dass er jetzt im Local Fish Shop nachguckt, ob es da Heilbutt zu kaufen gibt. Ja. Und wenn ja, also er kann uns nicht versprechen, aber wenn ja, dann machen die uns das trotzdem in der Küche. So ein Glück, so ein schönes Restaurant gerade. Und ja. einfach, der ist so nett. Ja. Krass. Das wäre krass, wenn das jetzt doch noch klappen würde. Aber wir machen uns keine Hoffnung. Ja. Bester Mann. Geht jetzt echt los, um für uns zu gucken, ob es Heilbutt gibt. Krass. Er hat eine Tüte. Er hat eine Tüte. Ich werde vielleicht einen Tee nehmen. 3,50. Ein Tee? So, I have a good news for you. Oh, really? Yes. So, they had some fresh Heilbutt. So, I managed to get one. A piece for you, Tono. Wow. So, we get to try it today. Yeah, very nice. Very, very nice. Thank you. Chefs are going to start working as soon as they can. Yeah, yeah, no, we have time. Thank you. Geil. Ist echt geklappt. Ja. Kannst du nicht glauben. Ich auch nicht. Okay, Anna, das ging jetzt schnell. Ja, mega. Wir haben jetzt hier frischen Heilbutt. Boah, es riecht so gut. Und ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Mit Kartoffeln, Soße. Und natürlich mit ein bisschen Dill und so. Bohnen. Guten Appetit, Anna. Lass dich schmecken. Guten Appetit. So, jetzt kommt der Moment, auf den wir lange gewartet haben. Mhm. Das ist ein gutes Stück, das ist ein echt großes Stück. Ja. Ich meine, es sind jetzt nicht viele Beilagen, aber... Sieht fast aus wie Lachs, weil der oben so rot ist, aber ich glaube, der ist so angebraten. Krass. Very nice. Thank you. Very good. Auf die Reise. Auf 4 Jahre und 4 Monate. Du hast jetzt noch nicht. Hm? Hab Essen am Mund? Mhm. Nee. Ja, weg. Wow.
Also das war richtig gut. Mhm. Das war zwar auch richtig teuer, aber es hat richtig gut geschmeckt. Und ey, wenn der Eigentümer, wir haben rausgefunden, das war der Eigentümer übrigens, wenn der Eigentümer vor uns einmal zum Fischmarkt läuft und uns ein Heilbutt kauft und uns den dann zubereiten lässt, also dann kann man nur sagen, ist man top zufrieden mit dem Service. Vor allem, also wir wären so oder so da geblieben. Wir saßen ja schon und hatten uns dafür entschieden, dann das andere halt zu essen. Er hatte uns. Und dann holte er uns trotzdem ein Heilbutt. Und genau, und uns auch erklärt hat, warum es den nicht gibt und sowas. Mega gut. Die Bedienung war auch richtig nett und kompetent, hat die ganze Zeit gefragt, ob wir noch was brauchen und sonst was. Hat alles gepasst. Ich war noch nie so teuer essen, aber es war auch noch nie so gut, glaube ich. Also wirklich, wir waren sehr zufrieden, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt fahren wir zu unserem neuen Platz. Nicht so weit von Boudou, irgendwie 20 Minuten oder vielleicht 30, mal gucken. Und dann machen wir uns das gemütlich, Videoschnippeln noch ein bisschen oder so. Dann lassen wir den Abend ausklingen. Vielleicht in unseren neuen Anzügen oder so. Also ich hätte ihn jetzt schon gerne wieder angehabt, weil es ist echt kalt draußen. Also es ist jetzt minus 5 oder so. Aber es sieht schön aus. Habt ihr ja gesehen, die ganzen Aufnahmen. Also Boudou in Schnee, gefällt mir. Dir auch? Ja, ist auch richtig schön geschmückt. Überall sind so Weihnachtsbäume. Es sieht aber tatsächlich immer im Dunkeln noch schöner aus als im Hellen. Also das ist so ein Ding in Norwegen, in Nordnorwegen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland in den großen Städten so ist, aber im Dunkeln sieht es einfach schöner aus. Ja, weil so viele Lichter sind. Ja. Aber es ist ja auch, muss ja auch so sein, wenn jetzt hier einen Monat komplett die Sonne nicht mehr aufgeht. Ja, naja, egal. Wir werden jetzt weiterfahren und dann sehen wir uns am neuen Platz. Mal gucken, wie das wird. Und dann erstmal ein bisschen aufwärmen, es ist jetzt echt kalt. Den nächsten Tag sollte aber erstmal nicht schneien. War ja ein Parkplatz sogar ausgeschildert. Ja. Ich war ein bisschen schon darüber. Boah, ist das eine Schneeverwehung? Ja. Heiß? Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Ist richtig tief, meinst du? Ja. Das ist ja, stimmt, guck mal, die Fußabdrücke. Deswegen habe ich gebremst, weil ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Ich fahre mal rückwärts raus. Guck mal, wie tief das ist. Okay. Wir sind aufgesetzt vorne. Wir müssen woanders hin. Da kommen wir nicht hin. Alter, das ist krass. Ganz normaler Weg zu einem Parkplatz, öffentlich ausgeschildert. Wir sind jetzt, war 50 cm, wir saßen sogar auch vorne. Ja. Und ich habe dann mal gebremst, weil ich mir schon gedacht habe, dass der Weg vielleicht nicht hoch geht, sondern dass einfach eine fette Schneeverwehung ist und das ist bestimmt einen Meter tief da. Ja, weil guck mal, es geht ja dann noch höher. Ja, und man sieht ja sogar vorne die zwei Streifen, die in der Mitte, das, also der Streifen und der Streifen, das ist unser Bullenfänger. Heißt, wir haben schön vorne gerade mit der Nase im Schnee gesteckt. Wir müssen uns jetzt noch einen neuen Platz suchen. Boah, es ist schon der zweite, den wir anfahren. Weil der erste war direkt an der Straße, irgendwie ganz unschön. Ja, aber ein Glück nur 5 Minuten entfernt voneinander. Ja, also wir sind jetzt alles eine Stunde nicht so gefahren oder so, aber... Aber wir finden schon noch was. Ja. Okay, unser neuer Platz. Ja, ist okay, ist irgendein Parkplatz halt. Ein bisschen berghoch gefahren, war schon wieder relativ steil, aber gut gestreut. Ja, runter kommt man immer, ne? Hier vorne Schneeverwehung sieht man ganz gut. Aber hier auf dem Parkplatz ist eigentlich relativ wenig Schnee. Oder relativ flach. Ich hoffe, eine Nacht okay, morgen suchen wir uns was Neues, denke ich mal. Ja. Ist dann schöner. Hier nochmal ein bisschen von unserer kleinen Schneedurchfahrt. Der Schnee war super tief. Guck mal, wo der Schnee überall drin ist. Vorne, unten drin. Ja, wahrscheinlich unterm Unterfahrschutz, aber ist ja zum Glück kein Salz drin, von daher passt das. Jetzt hast du das Gewicht gut verteilt. Hä? Jetzt sinkst du nicht so tief ein. Das ist die Taktik. Oh. Das ist die Taktik, wenn man einen Schnee einbricht zu tief. Dann muss man das machen.
den neuen Anzug voll austesten, meinst du? Und jetzt ein Schneeengel. Guck mal, aber nicht so hoch. Der bricht doch zu doll, der Schnee. Ach, vielleicht hätte ich Handschuhe anziehen sollen. Ja. Max, du sollst auf dem Brett rutschen. Das war doch absichtlich. Ja, das heißt. Du hattest Angst. Hatte doch was zuerst. Oh, oh mein Gott. Juhu, ich snowboarde. Alles gut. Ja, ich glaube, da bin ich irgendwie gestoppt. Hast du meinen Jump gesehen? Ja. Cool, ne? Haben wir alle gesehen. Yes. Woo. Naja. Max. Snowboarden klappt bei mir nicht so ganz, glaube ich. Bei mir auch noch nicht, das üben wir nochmal. Na, schmeckt's? Ja, wieso? Habe ich schon wieder was am Mund? Nee? Mhm. Gut. Aber ja, schmeckt. Das hätten wir übrigens mal viel öfter machen müssen. Mhm. Frühstücken draußen, weil wir haben uns ja immer so ein bisschen gehetzt gefühlt, deswegen haben wir auch so oft nicht Frühstück gegessen, weil wir einfach so das Tageslicht so gut wie möglich nutzen wollen und wir wollen ja nicht im Bus sitzen. Aber dass man auch natürlich draußen frühstücken kann und das ist ja auch der Sinn eigentlich vom, sag ich mal, vom Camping, dass man mehr draußen ist. Ja, dann sind wir jetzt nicht so wirklich drauf gekommen, weil es halt so kalt ist, aber mit den Anzügen geht das eigentlich ganz gut. Naja, man muss dazu sagen, jetzt gerade ist es echt gut. Es weht kein Wind, dadurch ist es echt gut warm. Sonst auch mit dem Gaskocher ein Problem, wenn der Wind ein bisschen geht. Genau, dann geht es schon nicht. Und wir sind jetzt auch echt dick angezogen mit den Anzügen. Also die sind echt cool. Also man kann sich halt einfach auf den Boden setzen. Ja. Und ja, ich habe jetzt nicht wirklich viel drunter, eine lange Unterhose und ein T-Shirt. Also da ist noch Luft nach oben. Deswegen schon echt cool. Also das sind übrigens Hochseeanzüge, würde ich sagen, zum Angeln eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Aber wird sich für den Winterurlaub sicherlich auch ganz gut eignen. Ja. Letzte Milch! Das ist vielleicht ein Grund, warum wir nicht draußen frühstücken. Nein. Weil die Milch gefriert. Kann ich die trotzdem reinmachen? Ja. Ist halt dann ein Eiskaffee quasi. Ja, okay, das ist auch cool. Ja. Wenn es nicht besonders lecker aussieht. Das sieht aus wie Slush-Eis. So, wir werden jetzt das ganze Zeug wieder in den Bus räumen und dann werden wir den Tag heute damit verbringen, einen guten Platz für mindestens 2 Nächte zu finden. Das Paket, was wir nach Bode geschickt haben, ist jetzt unterwegs. Gestern stand noch da wegen höherer Gewalt wird das Paket nicht pünktlich kommen, aber fingers crossed, jetzt sollte es langsam ankommen, hoffentlich. Und dann gehen wir Sonntag auf jeden Fall noch angeln. Das kommt dann vermutlich im nächsten Video, aber da geht es am Salztraumen angeln mit einem Zuschauer, der hier in Bodø wohnt. Und liebe Grüße schon mal an der Stelle. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Mal gucken, wie das ist. Da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Strömung. Sieht sicherlich auch cool aus, weil der Gezeitenstrom ist der stärkste der Welt. Aber dazu dann wahrscheinlich im nächsten Video mehr.
So, wir haben vermutlich einen Platz gefunden. Da müssen wir noch ein bisschen hinfahren und wir müssen auch die Fähre nehmen. Die Fähre kommt, aber dahin schon langsam angetuckert. Man fährt nur 8 Minuten mit der Fähre, also es ist eine relativ kleine Fjordüberquerung nur. Aber geht nicht anders, da hinten kommt man irgendwie gar nicht rum. Deswegen haben wir Glück, dass sie alle 20 Minuten fährt. Ja, der Platz an sich soll ganz schön sein. Man kann irgendwie selber auswählen, was man zahlt und wie viel. Hat man ja schon mal einen ähnlichen Platz in Schweden. Ja. So. Und ja, den gucken wir uns mal an. Vorher noch rüber. Und dann bleiben wir da vermutlich 2 Nächte stehen. Das Gute wieder, da ist Norden. Wir brauchen in Norden freie Sicht wegen Internet. Ihr wisst Bescheid langsam. Ja, hoffen wir, dass alles klappt. Ja. Auch wenn wir jetzt quasi uns noch ein bisschen vom Bodø entfernen, wo wir am Sonntag wieder sein wollen. Geht nicht anders. Aber ist auch nicht so viel. Also Stündchen. Der Kleine den Großen vielleicht auch weggejagt? Nein, der Große hat den Kleinen erst gejagt und dann andersrum und dann sitzt er dann überholt. Witzigerweise haben wir das zweite Mal eine Fährenfahrt umsonst gekriegt, weil das mit dem Handy anscheinend bei manchen Fähren nicht funktioniert. Also ich wollte mit dem Handy halt zahlen, hat nicht funktioniert. Er hat auch gar nicht gefragt, ob wir eine Karte dann oder irgendwas haben. Er hat einfach gesagt, ja, funktioniert heute nicht, habt ihr Glück gehabt, wieder Free Ride bekommen. Richtig cool. Ja, wie gesagt, da sind die Norweger irgendwie echt entspannt. Also sie sagen einfach, ja, ist jetzt egal, passt schon. Egal, wir werden jetzt noch 26 Minuten weiterfahren und dann sind wir am neuen Platz. Gucken wir uns den an, hoffentlich kommen wir da gut runter. Und wieder hoch, aber... Vielleicht finden wir vorher noch einen Einkaufsladen. Stimmt, vorher noch ein, zwei Sachen einkaufen. Bisschen Wasser vielleicht und dann wird das schon. Sieht, bitte kontaktieren Sie den Gutsbesitzer und dann steht da die Nummer. Und das werden wir jetzt auch machen. Und dann können wir uns hier irgendwo hinstellen. Ja, mal gucken, was er sagt, oder? Ja. Willkommen til Mobilsvar fra Tokmål. Okay, ich probiere die andere Nummer auch nochmal. Ich würde sagen, wenn keiner rangeht, dann stellen wir uns trotzdem hin und probieren es halt dann später nochmal anzurufen. Mhm. Okay. Das ist nicht mal ein schöner Platz, das ist hier direkt am Wasser. Der Mond ist auch da, hinten schöne Berge. Hier hinter uns auch schöne Berge, da riesige Berge. Sonnenuntergang habe ich schon gezeigt. Ja, der Platz für 2 Tage lässt sich auf jeden Fall aushalten. Grundstückeigentümer werden wir wirklich dann später nochmal kontaktieren, wenn er nicht sogar selbst zurückruft. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein.
Problem sein, hier trotzdem schon mal raufzufahren. Jetzt werden wir Folgendes machen. Anna wird schon mal das Video vorschneiden. Wir haben das Bett noch umgebaut, seht ihr. Das haben wir vorhin irgendwie nicht machen wollen. Muss ich jetzt gleich umräumen. Ja, das wird noch umgeräumt. Und ich werde in der Zeit noch mal versuchen, hier zu angeln. Heute Abend gibt es Fischfrikassee, so oder so. Wir haben den Fisch den anderen zwar tief gekühlt, aber das kriegen wir schon hoffentlich noch hin. Ja, dann sollte ich ihn jetzt rausnehmen, stimmt. Gut, ja, ich glaube, du nimmst ihn am besten raus, falls ich keinen Fisch fange, weil ich bin nicht so optimistisch hier. So oder so gibt es trotzdem Fischfrikassee heute. Hallo! Are you the owner? We tried to call the number, but... It's okay. Okay. Yeah, it's okay? Yeah. It's a nice place. Yeah. Yeah, beautiful. Und da war der Eigentümer, beziehungsweise der Bruder der Eigentümerin. Die wohnen beide da oben, oder er auf der anderen Seite, die Eigentümerin da direkt oben. Und er meinte, der letzte Camper hier war im Sommer. Krass. Richtig krass. Seitdem wirklich kein einziger mehr hier gewesen. Im Sommer halt immer relativ viele, auch manche ziemlich lang, irgendwie eine Woche oder sonst was. Und er meinte, da oben ist ein Klo und da drin ist so eine Box, da kann man dann, wenn man will, Geld hinterlassen für die Nacht. Ja, wie cool. So. Und er hat uns die Batterien für die Lichterkette da vorne am Baum nochmal gewechselt. Da ist jetzt eine kleine Lichterkette. Voll nett. Und er meinte auch, wir können da Feuer machen und so. Oh, voll lieb. Ja. Und er meinte, dass man hier auch vom Ufer angeln kann, dass man was fangen könnte. Mhm. Und er meinte, dass er in dem anderen Fjord, irgendwie bei 170 Meter Tiefe, so Reusen ausgelegt hat und gestern 7 Kilo Garnelen gefangen hat. Oha. Ja. Und ein Kumpel hat 75 Kilogramm Heilbutt gefangen. Boah. Richtig krass. Und hat er uns ein paar Garnelen mit rumgebracht? Ein paar Garnelen? Nee. Und er meinte, dass der Fjord hier 600 Meter tief ist. Boah. Richtig krass, oder? Das ist gruselig. Ja. Krass. Ja, dann können wir hier vielleicht Wale sehen. Und ein Orca. Ja, kann wirklich passieren. Theoretisch. Da hat er jetzt nichts zu gesagt, aber vielleicht. Jedenfalls bin ich jetzt doch ein bisschen optimistischer, wenn er sagt, dass man hier ganz gut vom Ufer auch was fangen kann. Mhm. Also Heilbutt nicht, er meinte, die sind echt im Tiefen eher. Mhm. Wobei, ich glaube, ein richtig großer Heilbutt wurde auch mal bei 5 Meter Tiefe gefangen, nur, aber mal gucken. Tschüss, ich nehme keine Kamera mit, weil wir haben keine volle Kopflampe mehr. Die ist leer. Und wir haben 2 Taschenlampen. Ja, aber ohne Kopflampe. Kann ja im Mund nehmen, so. Ja. Und dann angeln. Nein, ich melde mich einfach, falls ich was gefangen habe. Ja. Tschüss. Tschüss. Eigentlich das Rezept von vor zwei Tagen oder so. Ja. Und es ist so lecker. Und auch mit Fisch, das ist echt lecker. Geil. Ich freue mich. Und das ist echt eine Menge. Wieder 500 Gramm Nudeln und einen halben Topf voll. Das machen wir dann alles hier rein. Wir haben uns nämlich überlegt, dass es dann weniger Abwasch, wenn wir das nicht da reinkippen, sondern da rein die Nudeln machen. Ja. Aber jetzt lass erstmal unstrategisch essen. Mhm. Guten Appetit. Guten. Guten Morgen! Max und ich haben schon gefrühstückt. Er sitzt schon am Laptop und schneidet gerade das Video, also dieses hier. Und ich werde jetzt gleich... Kannst du nicht sagen, dass wir gefrühstückt haben, oder? Achso, ja. Wir haben die Nudeln von gestern Abend aufgegessen. Und es waren wirklich so wenig, aber es war so lecker. Ja.
Ja, mal schauen, ob das uns reicht oder ob wir gleich wieder Hunger haben und noch Brot essen müssen oder so. Aber ich habe mir überlegt, dass ich heute einen Adventskranz basteln werde. Ich habe schon ein paar Sträucher vor, ich glaube, einer Woche gesammelt und wir hatten die ganze Zeit keine Kerzen, also nur die drei großen, die ich mitgenommen habe, die auch schon fast leer sind. Und jetzt haben wir gestern im Laden ein paar Teelichter gekauft, die ein bisschen größer sind als normale Teelichter, aber wenigstens bunt sind und eigentlich ganz süß aussehen und nicht übertrieben teuer waren. Deswegen haben wir zugeschlagen und jetzt werde ich den Adventskranz basteln. Übrigens ist es heute irgendwie echt kalt hier drin. Also wir haben die Heizung, wie ihr vielleicht hört, auf voller Stufe laufen, weil es draußen minus 7 Grad, meinst du, sind. Es liegt zwar 7 Grad und Wind ist halt eine blöde Kombi. Genau. Es liegt zwar gar nicht so viel Schnee, also es sieht gar nicht so kalt, sag ich mal, aus, aber durch den Wind ist es so frisch. Aber wir haben uns nicht angezogen hier und so geht es. Sieht gar nicht mal schlecht aus, Anna. Klein, aber fein. Naja, du kannst morgen gleich das dritte Lichtlein anzünden. Es ist schon der dritte Advent. Ja. Und wir sind immer noch auf Hürbodö. Ob wir es pünktlich schaffen, ihr werdet sehen. Aber übrigens, nächste Woche Sonntag kommt kein Video, sondern ein Livestream. Und das letzte Video, wir werden vermutlich sehr, sehr viel fahren, da fassen wir dann irgendwie so zwei Wochen in ein Video zusammen, wird dann am 4. Advent kommen. Das heißt, dritter Advent, nee. Warte, für euch 4. Advent. Am 4. Stimmt, Advent. Am 4. Advent Livestream, hinter die Ohren schreiben. Kommt aber ebenfalls 18 Uhr am Sonntag, also normal wie das Video. Wird auch online bleiben, also ihr könnt es auch später gucken, aber würde uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, dann nach Weihnachten, am 25. kommt das letzte Video dieser Reise. Und dann war es das erstmal. Dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Hm. Obwohl, vielleicht machen wir zwischendurch nochmal so ein paar kleine Videos. Zum Beispiel Kosten wäre nochmal ganz interessant, glaube ich, was wir in Norwegen alles ausgegeben haben, auch im Vergleich zu Spanien. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Hm. Und dann ja, mal gucken, vielleicht gibt es noch ein, zwei Umbauten am Bus, werden wir sehen. Aber nächste Reise, wie gesagt, geht in den Süden. Da freuen wir uns auch schon wieder drauf. So ein bisschen Wärme ist auch nicht schlecht. Ja. Nicht nur im Bus, sondern auch außen. Ja, liebe Zuschauer, in dem Sinne hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Wir machen mal ganz ungewohnt die Abmoderation hier im Bus, weil draußen ist schon wieder dunkel. Wir werden noch eine Weile an den Laptops sitzen, das Video fertig schneiden. Anna macht ein Workbook für ihre Uni quasi als Prüfungsleistung. Deswegen haben wir beide ganz gut zu tun. Wir hoffen, die Batterien werden eine Weile durchhalten noch, aber ich denke, das wird ganz gut klappen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns unbedingt gerne einen Daumen nach oben da, würde uns natürlich super freuen und auch unterstützen und würde uns auch sehr freuen, wenn ihr am nächsten Sonntag, also am 18. Dezember, am welcher ist das? Vierter Advent, ne? Am 4. Advent bei unserem Livestream vorbeischaut. Wir sind da noch unterwegs im Bus. Hoffen wir finden einen guten Punkt in Südnorwegen oder so, wo wir, wo wir gutes Internet haben, stabiles Internet. Werdet ihr sehen. Würde uns auf jeden Fall freuen, wie gesagt, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, dann sehen wir uns spätestens am nächsten Sonntag wieder. Wir werden trotzdem die nächste Woche filmen. Das Video dazu wird dann, wie gesagt, einen Tag nach Weihnachten kommen. Wie gesagt, auch letztes Video erstmal. Aber ja, wir freuen uns, dass ihr uns immer noch virtuell begleitet. Wir hatten bisher schon eine geile Zeit in Norwegen. Hoffen, dass jetzt das Ende ganz entspannt zu Ende geht und nicht irgendwie nochmal so eine Schoten wie hier in dem Video passieren. Wir werden kein Risiko mehr eingehen, wir werden nicht irgendwo runterfahren, wo wir vielleicht nicht mehr rauskommen. Ja, und wir werden vorsichtig zurückfahren, denn ab Sonntag oder Montag, wenn das Paket hier in Bodø ankommt, ja, wird es relativ flink nach Hause gehen müssen, sonst kommen wir nicht pünktlich zu Weihnachten an und das wollen wir auf jeden Fall. Wir wollen bei unseren Familien sein, das ist auf jeden Fall Ziel, aber ja, wir werden sehen, ob es klappt. Ihr werdet es auch sehen, nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag. In dem Sinne, haut rein. Schaut gerne im Shop vorbei. Schaut gerne im Shop vorbei, wenn ihr uns natürlich zusätzlich noch unterstützen wollt. Das neue Logo ist in Arbeit, neue Pullis wird es bald geben, auch mal mit einem anderen Schnitt, ein bisschen größer hoffentlich. Ja, drückt auch dafür die Daumen, dass das alles klappt. Und in dem Sinne, falls ihr nichts verpassen wollt, falls ihr für den Livestream auch benachrichtigt werden wollt, könnt ihr auch neben dem Abonnieren kostenlos natürlich auch die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn der Livestream losgeht. Und ja, mal gucken, was wir machen. Vielleicht essen, vielleicht auch was anderes. Dunkel wird es vermutlich sein, deswegen wird der Livestream aus dem Bus gefunkt. So, in dem Sinne, wir sehen uns nächsten Sonntag hoffentlich. Bis dann und ja, guten Start in die Woche. Macht's gut.